Einen wunderschönen guten Abend, einen guten Abend zum Internationalen Frauentag. Mein Name ist Judith Raub, ich bin die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Ludwigsburg und ich freue mich, dass wir trotz dieser Umstände, die wir dieses Jahr durch die Pandemie haben, einen Ort gefunden haben, wo wir uns austauschen können, wo wir zum Internationalen Frauentag eine Veranstaltung machen können. Diese Veranstaltung ist eine gemeinsame Veranstaltung des Büros für Integration, des Integrationsrates der Stadt Ludwigsburg und der Stadtbibliothek. An dieser Stelle möchte ich mich schon vorab bedanken für das Scala. Nee, nicht für, sondern beim Scala, dass wir mit dem Format Scala TV die Möglichkeit haben, sichtbar zu werden, Nähe herzustellen. Und was ganz wichtig ist, und das ist das, was das Scala im letzten Jahr entwickelt hat, eine Plattform zu bieten, Nähe herzustellen und Kraft zu geben. So habe ich es zumindest in der ein oder anderen Veranstaltung erfahren. Ganz herzlichen Dank. Wir freuen uns, dass wir hier sein dürfen. Bevor ich meine Gesprächspartnerinnen, die schon neben mir sitzen, vorstelle, erlauben Sie mir bitte noch ein paar Takte zum Internationalen Frauentag heute. Wir haben unsere Postkarte, die Sie auch als Werbung gesehen haben, für dieses Jahr unterschrieben mit dem Titel oder mit dem Wort zeigen, sehen lassen, zum Vorschein kommen, sichtbar werden lassen. Das vergangene Jahr hat einmal mehr gezeigt, dass es viele Menschen braucht, die Frauen sichtbar werden lassen, die ihre Leistung sichtbar werden lassen. Und ich habe so ein bisschen die Sorge, dass das so in Vergessenheit gerät. Frauen haben im vergangenen Jahr gezeigt, was sie alles leisten, wie sie alles unter einen Hut bringen und dass sie eben wenig sichtbar sind. Das war Anlass für uns, dies umzukehren. Und ich freue mich sehr über die vielen Gesichter, die wir sowohl auf der Homepage der Stadt Ludwigsburg als auch in den sozialen Medien zeigen. Frauen, die sich engagieren, Frauen, die ihre Themen sichtbar machen, ihre Wünsche, ihre Forderungen. Der Internationale Frauentag ist seit 110 Jahren ein Kampftag, ein Kampf für Frauenrechte. 2021 kann man sich fragen, gibt es denn überhaupt noch Rechte, wo Frauen und Männer nicht gleichberechtigt sind? Die gibt es natürlich immer noch, es sind weniger geworden, zumindest bei uns in Deutschland. Aus meiner Sicht geht es 2021 vielmehr darum, was denn Gleichstellung heißt zwischen Männern und Frauen. Sind Frauen und Männer wirklich gleichgestellt? Und diese Frage müssen wir leider mit einem klaren Nein beantworten. Dazu zwei Daten und noch ein Thema. Der 1. März ist der sogenannte Equal Care Day, also der Tag, der daran erinnert, wer denn Sorgearbeit, Hausarbeit übernimmt. Bei Frauen sind es 4 Stunden und 13 Minuten pro Tag. Männer hingegen verwenden 2 Stunden und 46 Minuten. Wenn man das mal zusammenrechnet und mal 7 multipliziert, wird schnell deutlich, dass Sorgearbeit ein 40-Stunden-Job ist. Das mal nur so als Größe im Hinterkopf. Und dann können Sie sich, könnt ihr euch alle mal überlegen, wie ist die denn verteilt in meinem Umfeld, in meiner Umgebung. Das zweite Datum, das ich nochmal anführen möchte, ist der 10. März. Der 10. März ist der sogenannte Equal Pay Day, der Tag, der darauf hinweist, wie die Lohnlücke zwischen Frauen und Männern ist. Das sind 19% Unterschied. Was mich fast noch mehr überrascht, wütend macht, schockiert ist, dass Deutschland damit auf Platz 25 in der EU liegt. Das waren nochmal zwei Daten, wo es um Sorgearbeit und um faire Arbeitsaufteilung und faire Entlohnung geht.
Dort haben wir keine Gleichstellung erreicht in Deutschland. Und noch ein ganz wichtiges Thema ist das Thema Gewalt gegen Frauen. Ich glaube, ein internationaler Frauentag, ohne auf dieses Thema hinzuweisen, ist nicht möglich, weil es viel zu wichtig ist. Geschlechterbasierte Gewalt erfahren eben auch zu über 80% Frauen. Und ich finde es schön zu lesen, dass das Thema, dass das Wort Femizid, also der Mord an Frauen, inzwischen in den Duden aufgenommen wurde. Aber in der Rechtsprechung gibt es immer noch mildernde Umstände, weil es ein Eifersuchtsdrama war, das mit dem Tod der Frau oder auch oft der Kinder endete. Das ist ein schwieriges Thema, das für mich aber dazugehört, wenn wir über die Gleichstellung der Geschlechter reden. Heute haben wir nochmal einen anderen Fokus, weil meine These ist es, dass wir die Gleichstellung der Geschlechter nur dann erreichen, wenn wir unsere Rollenbilder kritisch angucken und da überlegen, was wir denn verändern können. Weil feste Rollenbilder, Rollenklischees hindern die Menschen an ihrer freien Entfaltung. Im günstigsten Fall. Im ungünstigsten Fall werden sie dadurch diskriminiert. Und solange diese Rollenbilder so fest sind, wie ich sie oft wahrnehme, solange wird es auch schwierig sein mit der Gleichstellung von Frauen und Männern. Wir haben heute eingeladen 4 Frauen, die sich in unserer Stadt engagieren, die unsere Stadt mitgestalten, die Stadtgestalterinnen. Was sich genau hinter den Stadtgestalterinnen verbirgt, dazu erfahren wir am Ende dieses Abends noch etwas mehr. Zunächst noch ein technischer Hinweis. Wir haben hier die Möglichkeit, jeweils zu dritt durch die Scheiben geschützt zu sitzen. Wir haben deshalb 2 Runden mit Frauen. Mit jeweils 2 Gesprächspartnerinnen unterhalte ich mich. Zu Beginn sitzt, jetzt weiß ich nicht, wie ist es links oder rechts von mir links aus gesehen, die Diana Busch. Und rechts von mir sitzt Ruje Mutlu. Die beiden sind Mitglied des Integrationsrates der Stadt Ludwigsburg und haben noch weitere Funktionen. Die sagen sie aber nachher selbst. Und in der zweiten Runde darf ich dann noch Alef Akaya von der Alevitischen Gemeinde und Ina Dietz-Kraftzow, die mit einer Elterngruppe, mit einer bilingualen Elterngruppe im Mehrgenerationenhaus in Grünburg gestartet ist, begrüßen. Und zum Schluss kommt noch die Carolina Safede-Schremp und die Ann-Kathrin Müller, die uns was zum Projekt Stadtgestalterinnen sagen. Wir hätten viel mehr Frauen einladen können. Wir haben uns heute aber für Frauen entschieden, die sich für Frauen engagieren. Und jetzt haben wir gar nicht abgesprochen, mit wem ich denn anfange heute Abend. Also, ich fange mit der Diana Busch an und bitte dich, stell dich doch mal vor und erzähl uns mal, was du denn mit dem Internationalen Frauentag verbindest. Mein Name ist Diana Busch. Ich arbeite beim Verein Frauen für Frauen bei der Fachberatungsstelle häusliche und sexualisierte Gewalt. Genau bin, wie Judith schon gesagt hat, Mitglied bei Integrationsrat und wohne jetzt seit 2004 in Ludwigsburg. Genau. Was verbinde ich mit dem 8. März Frauentag? Das war schon immer ein sehr schönen Tag. Ich komme ursprünglich aus ehemaliger Odessa. Das war bei uns ein sehr großer Feiertag. Genau. Wir hatten sogar alle frei. Ja, aber das war für mich dann einfach ein schöner Tag. Also die Frauen haben dann immer die Blumen gekriegt, die Geschenke gekriegt. Vor allem, das war so schön, weil man dann einfach die ersten Frühlingsblumen gekriegt hat. Also genau. Dieser Tag hat sich für mich geändert, seitdem ich beim Verein Frauen und Frauen arbeite oder seitdem ich mich dann auch beim Verein ehrenamtlich auch engagiere. Dieser Tag hat für mich dann so eine politische Bedeutung.
bekommen, also seitdem ich da bin. Also vorher war einfach sehr schön und jetzt hat es einfach eine gesellschaftliche und politische Bedeutung. Genau, ein sehr wichtiger Tag für Verein Frauen für Frauen. Vielen Dank. Ja, Rui, stellst du dich selber einfach auch nochmal vor und erzählst uns was zum Internationalen Frauentag? Genau. Ich bin die Ruhe Mutlu. Ich bin hauptamtlich unterwegs im Verein für soziale Zusammenarbeit, für Dialog und Integration und gleichzeitig in der Bildungseinrichtung Pangea. Ich bin da sozusagen zuständig für 20 Frauen, die mit mir zusammen da Projektarbeiten machen und versuchen, die Frauen hier auch in der Gesellschaft ein bisschen zu integrieren. Was stelle ich mir unter Internationalen Frauentag vor? Wenn ich an diesen Tag denke, denke ich eigentlich an Leid, an Schmerz, an Unterdrückung und daran, dass Frauen zu gewissen Zeiten vielleicht nicht so gleichgestellt waren wie heute, auch wenn wir es heute noch nicht ganz da sind. Daher freue ich mich umso mehr, dass wir diesen Tag als Möglichkeit bekommen, uns mal zu zeigen und auch zu zeigen, was wir Frauen alles machen können und zu was wir alles fähig sind. Vielen Dank. Das sind zwei ganz unterschiedliche Statements. Und trotzdem kommt bei mir ganz viel Kraft und Energie schon an. Ich habe es in der Anmoderation gesagt, wir haben Frauen eingeladen, die sich für Frauen engagieren und das in ganz unterschiedlicher Funktion auch. Ruhe, vielleicht magst du gerade auch wieder weitermachen. Wie engagierst du dich für Frauen? Zähne putzen. Doch. Und vielleicht auch so einen kurzen Einblick nochmal. Du hast gerade auch schon selber gesagt, das war nicht immer so, dass Frauen gleichberechtigt sind. Es gab auch viele Zeiten, vielleicht auch in unterschiedlichen Bereichen nochmal. Wenn du da noch zwei, drei Sätze dazu sagen würdest. Okay. Ich fange mal damit an, dass ich einfach mal zurückgehe in die Vergangenheit. In meiner Kindheit habe ich mich schon damals für die Mädels und jungen Mädels eingesetzt, indem ich schon als Kind immer versucht habe, sie schulisch ein bisschen zu fördern und sie ein bisschen aufzugreifen und sie dahin zu bringen, wo alle anderen vielleicht ohne Probleme hinkommen. In meiner Jugendzeit habe ich das dann so gemacht, dass ich Jugendgruppen gebildet habe mit Mädels, die ich dann auch immer versucht habe, in der Aktivitäten und in ihre Freizeit ein bisschen zu unterstützen und ihnen zu zeigen, schaut mal, hier können wir unsere Zeit positiv investieren und gezeigt habe, wo sie eventuell auch ein bisschen Nachhilfe bekommen können, wo sie die Möglichkeiten haben, einfach Angebote aufzugreifen, die sie vielleicht sonst nicht gefunden hätten. Und heute ist es so, dass ich auch im Integrationsrat in der Erwachsenenbildung bin, in meinem Hauptamt im Verein auch in der Erwachsenenbildung bin und versuche da den Damen auch wieder Möglichkeiten zu zeigen und Wege zu zeigen, wo sie dann anknüpfen können, um auch in ihre Bildung und Weiterbildung weiterzukommen. Und das ist für mich sehr wichtig, weil es sehr viele Frauen gibt, die sehr gebildet sind, aber sich nicht trauen, einen Weg voranzugehen. Und manchmal müssen sie ein bisschen geschubst werden und diesen Schubser gebe ich ihnen gerne. Okay, der Schubser ist ein gutes Stichwort. Du hast berichtet, dass du im hauptamtlichen Bildungszentrum arbeitest. Das hat nochmal eine Besonderheit. Warum glaubst du denn, ist es erfolgreich? Ich spiele so ein bisschen an auf das Thema Kinderbetreuung und wie viele Frauen sind denn da? Gib uns nochmal einen Eindruck, wie viele Frauen du einen Schubser geben kannst. Also du und ihr zusammen, natürlich macht man das nicht allein. Also ich sage jetzt mal so, die Zahlen, die sind mir jetzt gerade nicht geläufig, was auch immer ich jetzt sagen würde, wäre jetzt nicht ganz richtig, aber es sind gefühlt mehr Frauen als Männer. Und ganz glücklich macht es mich, dass da auch Frauen darunter sind, die Kleinkinder haben, Kleinkinder unter 3 Jahren. Die haben nur die Möglichkeit, hier unsere Kurse, an unseren Kursen teilzunehmen, weil wir ihnen eine Kinderbetreuung anbieten. Das heißt, Damen, die bei uns den Integrationskurs besuchen, haben eine integrationskursbegleitende Kinderbetreuung. Da haben wir 3 Gruppen, in denen wir die Kinder auffangen können. Das heißt, wir können 30 Kinder betreuen, währenddem die Eltern bei uns vor Ort ihren Integrationskurs besuchen können und dann sozusagen auch die Nähe zum Kind haben. Wenn das nämlich Kinder sind, die unter 3 Jahre sind, ist es manchmal nicht so ganz einfach, auch für Frauen aus der Gesellschaftsbereiche, in die Damen kommen, sich von ihren Kindern zu lösen. Und daher fällt es ihnen so nicht schwer, Kurse zu besuchen, obwohl sie Kleinkinder haben.
Leider muss ich jetzt aber noch dazu sagen, dass wir auch Eltern haben, die Berufssprachkurse besuchen, denen diese Möglichkeit momentan noch nicht vorliegt, weil da einfach die Richtlinien unterschiedlich sind zu den Richtlinien in den integrationskursbegleitenden Kinderbetreuung. Und da kämpfen wir gerade dran, dass wir das hoffentlich auch mal so weit bekommen, dass die Damen, die den Integrationskurs erfolgreich abgeschlossen haben und in den Berufssprachkurs weitergehen, dass sie dann nicht noch aufhören müssen, sondern direkt im Anschluss weitermachen können. Weißt du, wer das ändern müsste, diese Richtlinien? Also da haben wir schon ganz viel hin und her telefoniert. Der eine sagt, es muss das BAMF machen, der andere sagt, das sind die Gesetze der Länder und irgendwie sagt jeder was anderes und daher weiß man gar nicht, wo wir momentan ansetzen können. Das wäre aber so ein schönes Beispiel auch noch, dass wir auch gesetzlich, die Lebensrealität führt dazu, dass Frauen und Männer eben nicht gleichberechtigt sind, weil die Frauen in der Regel die Kinderbetreuung übernehmen. Das heißt, wenn die Betreuung da nicht gewährleistet ist, dann ist das einfach auch nochmal so eine Hürde. Und du hast ja auch berichtet, wenn jemand schon mal in einem Integrationskurs ist, dann wäre er ja schon mal in der Einrichtung. Genau. Und dann verliert man sie wieder und dann ist das mit dem Anschubsen nachher vielleicht auch wieder schwierig. Genau, so stellen wir uns das auch vor, weil es ist einfach schade, es sind Damen, die sind ganz erfolgreich, machen ihren Kurs und wie gesagt, dann ist plötzlich der Berufssprachkurs da, das Kind ist unter 3, hat noch keinen Platz in der Kita bekommen, weil die Plätze nicht ausreichend sind und dann gibt es erstmal einen Cut. Und dann muss man natürlich irgendwann mal wieder versuchen, diese Frauen so weit zu kriegen, dass sie wieder einen Berufssprachkurs zu besuchen. Denn wenn man einmal zu Hause ist und keinen Fuß gefasst hat und nicht in die Berufswelt gestiegen ist, findet man den Weg nicht immer so einfach zurück, wie wenn man schon vor Ort ist. Ja. Vielleicht berichte ich gerade noch mal, ich erinnere mich, dass es auch noch andere Angebote gibt, außer auf den Sprachkursen, wo es ja auch gelingt, vielleicht nochmal Kontakt zu halten, Kraft zu geben, das, was man unter dem Stichwort Empowerment auch so schön oft sagt. Da hast du mir auch berichtet, dass genau. Das auch möglich ist. Also insbesondere haben wir momentan, das nennt sich Mia Frauenkurse, das ist Frauen im Alltag, das sind Migrantendamen, die Migrantendamen daran unterstützen, so ein bisschen in den Alltag zu kommen. Da kommt man dann zusammen, das sind dann mehrere Kurse, die man dann genehmigt bekommt und je Kurs sind dann 24 Stunden, wo man dann bestimmte Themen aufgreifen kann. Wir haben jetzt zum Beispiel unseren ersten Kurs aufgegriffen, in dem wir das Thema Gesundheit von A bis Z durchgemacht haben. Da haben die Frauen sozusagen untereinander im Gespräch, im Dialog Rollenspiele gespielt. Die haben sozusagen von einem Zimmer ins andere Zimmer angeblich zum Beispiel den Frauenarzt oder den Kinderarzt angerufen und haben dann sozusagen Termine verschoben, abgesagt oder einfach auf einen anderen Tag verlegt. Und das waren dann so Rollenbeispiele, die sie da durchführen könnten. Und dadurch gewinnen sie einfach auch so ein bisschen das Handling dafür. Und dann im nächsten Kurs fragen wir dann immer, und habt ihr das, was ihr hier gelernt habt, schon mal angewendet? Und da sagen die immer ganz glücklich und fröhlich, ja, ich habe beim Kinderarzt ganz allein angerufen, ohne einen Dolmetscher, oder ich habe meinen Frauenarzttermin verschoben oder ich habe mich endlich mal getraut, überhaupt einen zu machen. Und das sind ganz wichtige Themen. Und dann haben wir mit dem Bildungssystem weitergemacht, weil oftmals ist es ja so, die Leute kennen dieses Bildungssystem hier nicht und wissen daher nicht, wo sie ihr Kind hinschicken können. Da denke ich dann immer an meinen Vater, wenn ich dieses Beispiel annehme. Mein Papa hat damals, als die hier in Deutschland angekommen sind, meine Schwester, glaube ich, in die Sonderschule schicken wollen, weil das eine Sonderschule war. Das war was Besonderes. Und dann hat er mitbekriegt, dass es doch nicht so war. Dann hat meine Schwester natürlich nicht diesen Weg, ist nicht diesen Weg gegangen, weil die dann auf der Realschule gelandet ist. Aber allein die kleinen Begrifflichkeiten können einen doch in dem Bildungsweg dann eigentlich täuschen und falsch leiten. Das heißt, durch Üben, durch Selbstsicherheit geben, gibt es auch eine größere Selbstständigkeit für die Frauen, einen Weg zu finden. Und das ist ja eine wichtige Voraussetzung, um ja, gut anzukommen, auch zu wissen, wo stehe ich denn, und seine Rechte einzufordern. Und wenn es nur darum geht, einen Termin zu machen. Genau. Rechte einfordern wäre so mein Stichwort mal. Also, Diana, das ist jetzt wieder was ganz anderes, zu sagen, ne, du engagierst dich für Frauen durch deinen Beruf. Im Vorgespräch habe ich zu dir gesagt, warum? Wie bist du da hingekommen? Ich meine, als Sozialpädagogin hätte man noch die ein oder andere Möglichkeit auch, ne? Ja, warum? Weil ich selber eine Frau bin, weil ich auch eine Tochter habe und weil ich einfach sehr gerne mit Frauen zusammenarbeite. Also ich habe super Glück, dass ich beim Verein Frauen für Frauen arbeiten darf. Dass ich jeden Tag so viele unterschiedliche Frauen erlebe
Und nochmal zur Frage, warum? Weil einfach immer noch sehr viel Ungerechtigkeit gibt. Mhm. Also es gibt immer noch viele Lebenssituationen, wo die Frauen einfach benachteiligt sind. Und wenn wir dann als Verein Frauen für Frauen die Frauen dabei unterstützen oder sie ernst nehmen, dann ist das schon für mich wichtig. Dann ist das schon die Antwort, warum. Du hast vorher, glaube ich, ganz kurz gesagt, was macht der Verein Frauen für Frauen? Verein Frauen für Frauen gibt seit 40 Jahren, seit fast schon 41, genau, also wir hätten dann letztes Jahr unser Jubiläum gehabt. Wir haben unterschiedliche Bereiche. Zum einen haben wir dann Frauenhaus mit insgesamt jetzt 18 Plätzen für Frauen und ihren Kindern. Genau, also mit 3 Standorten. Wir sind sehr stolz, dass wir seit 4-5 Jahren jetzt auch barrierefreie Wohnung haben. Genau, wir haben Fachberatungsstelle für häusliche und sexualisierte Gewalt. Wir haben Interventionsstelle, das ist eine Beratungsstelle nach dem Platzverweis, polizeilichen Platzverweis, und wir haben dann auch die Beratungsstelle bei Essstörungen, genau. Dazu haben wir noch unterschiedliche ehrenamtlichen Gruppen. Einmal haben wir dann auch LUFA, das sind Ludwigsburger Frauen aktiv, die uns dann sehr unterstützen. Dann haben wir auch unsere Frauen, die sich am Freitag dann bei uns treffen, das sind dann türkisch sprechende Frauen, die uns auch sehr, sehr unterstützen. Genau, unser Vorstand ist ehrenamtlich, besteht aus 3 sehr engagierten Frauen. Genau. Und zu dem allem engagieren wir uns natürlich auch ehrenamtlich. Wir machen unterschiedliche Rundentischen, Veranstaltungen. Genau. Jetzt haben wir vorher so ein kleines Beispiel hier gehabt, wenn es darum geht, wo stehen denn Frauen und Männer in der Gleichberechtigung? Was ist denn deine Wahrnehmung? Wo stehen sie bei der Gleichberechtigung? Also bei uns ist das natürlich, also wir erleben das jeden Tag, dass die Gleichberechtigung, dass da immer noch sehr viel zu tun ist. Also wenn wir dann, wir haben das gerade eben, also habt ihr das Thema angesprochen, also das sind dann Betreuungsplätze, das sind natürlich die Wohnräume, also das ist, denke ich mal, auch, also wenn man die Statistik sieht, dass bei häuslicher Gewalt, also bei der Gewalt, also sind das immer noch über 80%, hast du gesagt, wenn man die Statistik sieht, bei Vergewaltigung, sexuelle Nötigung in der Partnerschaft sind es 91% Frauen. Also deswegen, da können wir noch lange nicht von der Gleichberechtigung sprechen, genau. Wir sehen das auch, also wie schwierig das für die Frauen sind, die bei uns im Frauenhaus sind. Also wie schwierig das einfach ist, selbstständig zu werden, wie schwierig das ist, danach eine Wohnung zu finden. Die Frauen, die auch in der Beratungsstelle sind, natürlich ist das unser Vorteil und das wollen wir als Frauen nicht missen, dass wir die Kinder bekommen. Leider ist es so, dass das gesellschaftlich, politisch dann als Nachteil für uns oft ist. Wir machen das gerne, wir betreuen gerne unsere Kinder, aber danach ist für viele Frauen, die auch in der Beratungsstelle sind, die sich endlich dann trauen, von gewalttätigen Männern sich zu trennen, ist das schwierig, weil einfach finanziell das fast kaum bezahlbar, genau. Also sehr viele Frauen gehen einfach zu ihren gewalttätigen Männern zurück, weil sie sich das nicht leisten können, sich zu trennen. Deswegen, also da sehen wir noch also sehr viel Nachteile für die Frauen. Ja. Also ich habe das vorher mit so einer knappen Zahl ausgedrückt von 19%. Da steckt eine Bandbreite dahinter. Und das Thema wirtschaftliche Unabhängigkeit, das fängt mit der Sprache an, mit dem mich selber kümmern können, für mich sorgen können. Muss ja nicht immer in der schwierigen Situation der Gewalt dann enden. Aber ich glaube, das ist so ein ganz wichtiger Schritt, wo es gilt, die Frauen mit zu begleiten, um mehr Gleichstellung erreichen zu können. Ihr habt jetzt beide von eurer Arbeit, von eurem Ehrenamt, also ich glaube, das ging
geht so ein bisschen ineinander über. Ne? Also da ist sowohl das Ehrenamt und auch du bist über das Ehrenamt gekommen, bis du dich auch entschieden hast, das zu deinem Hauptberuf zu machen, hauptberuflich zu machen. Ich würde gern euch nochmal fragen, wir haben ja gesagt, das Thema Rollenerwartungen ist so ein ganz wichtiges, das Thema Kinderkriegen, da gehört auch dazu. Ne? Es ist ja immer so ein schönes Stichwort, es gibt keine Rabenväter, also es gibt nur Rabenmütter. Das ist für mich auch so ein schönes Beispiel, dass eben Rollenerwartungen auch durch Sprache geprägt werden. Da steckt viel dahinter. Deshalb wirklich auch nochmal die Frage so an euch, was habt ihr denn erlebt, entweder persönlich oder auch in eurer Arbeit, wenn es um das Thema Rollenerwartungen geht? Was war da schwierig? Wo hättet ihr euch was anderes gewünscht? Diana, mach weiter. Ich bin im ehemaligen Odessa aufgewachsen. Also da war natürlich, also das war ein Paradox von dieser Gesellschaft, dass man gesagt hat, Frauen und Männer sind gleich. Die Frauen durften, auch mussten, genauso viel arbeiten. Also sehr viele Frauen also haben dann auch diese typischen Männerberufe dann gelernt. Also genau. Die Frauen haben den ganzen Tag gearbeitet, die Männer haben den ganzen Tag gearbeitet, aber wenn man danach sieht, also die Frauen haben sich um alles gekümmert, also ein Haushalt, Kindererziehung, Einkaufen, das war alles die Sache von den Frauen. Also die Männer haben da kaum also teilgenommen. Deswegen, und das hat man immer, also in ehemaliger Odessa und immer noch in Russland spricht man immer von dem schwachen Geschlecht. Sogar die Frauen selber sagen, wir sind ein schwaches Geschlecht. Ich habe damals schon gedacht, als ich dann die Generation von meiner Mama erlebt habe, dann habe ich immer gedacht, das passt gar nicht, weil die Frauen tragen das einfach alles. Also genau so bin ich aufgewachsen. Die Frauen müssen das können. Die Frauen müssen sich um die Kinder kümmern. Das dürfen die Mädchen nicht machen. Die Was Jungs dürfen mussten, die Mädchen nicht machen? Sehr viel durften die Mädchen nicht machen. Die durften nicht frech sein, sie mussten gut in der Schule sein, sie mussten gut erzogen sein. Zum Beispiel, das war ganz schlimm, also wenn eine Frau dann fremd geht, das war ganz, ganz schlimm gesellschaftlich. Bei den Männern, naja, so sind die Männer. Also die Jungs durften dann auch Jungs durften dann natürlich auch frech in der Schule sein, durften irgendwas dann anstellen. Bei den Mädels hat man das gar nicht akzeptiert. Genau, und so bin ich aufgewachsen. Genau, und ich denke, also hier ist es immer noch trotzdem, dann werden die Rollen trotzdem dann irgendwie noch verteilt. Also ich finde auch, also wenn ich meine Tochter dann erlebe, also in der Schule ist das auch oft so. Naja, die Mädchen, die, wenn sie eine gute Note in Mathe haben, dann heißt das einfach, sie haben sich bemüht. Die Jungs, die können das halt. Und das ist jetzt, also in jetziger Zeit. Also genau, also wenn man die Berufe sieht, also wenn diese typisch Frauenberufe, wie schlecht sie bezahlt werden, also dann ist es schon Rollenverteilung. Ja. Und wieso gehen die Männer das, also sehr wenig Männer studieren soziale Arbeit, also Gott sei Dank wird es immer mehr, aber so wenig Erzieher Männer, ja, weil einfach, sie können wahrscheinlich danach ihre Familie nicht ernähren, also so, also das, wenn man vergleicht mit Wirtschaft und soziale Arbeit zum Beispiel oder soziale und pflegerische Berufe, und das ist schon, da werden die rein, also die kommen dann rein, die rutschen rein, also unsere Kinder, deswegen. Also das ist, du hast jetzt ja eigentlich zwei ganz prägnante Beispiele genannt, das Thema Mathe, ne? Wenn ein Mädchen in Mathe gut ist, dann hat sie sich bemüht und von Jungs erwartet man es. Also das ist so ein ganz, und das setzt sich dann fort, wie du beschrieben hast, in der Berufswahl. Ganz und für beiden, also ich finde, das ist nicht nur für die Mädchen Frauen, oder für die Frauen ist das schwierig. So, für die Männer ist es genauso schwer. Also die Jungs, die müssen sich auch, die müssen stark sein. Also sie müssen unbedingt Männerberufe dann machen. Das erwartet man irgendwie von ihnen, dass sie die Familie ernähren und solche Sachen. Ich denke, das sind für beide Geschlechter ist das oft nicht einfach. Ich frage jetzt noch nicht. Die nächste Frage wäre, was tun wir, dass sich das verändert? Aber erst würde ich die Ruhe einfach nochmal bitten, was so deine Erfahrungen sind, was denn so Rollenbilder angeht. Du hast mir erzählt, was du gern beruflich geworden wärst.
was ich gerne beruflich geworden wäre. Wenn also, du möchtest. Wenn ich möchte. Ja, als Kind, beziehungsweise zu den Zeiten, wo ich mich entscheiden musste, in welche Richtung ich gehen will, hatte ich mich eigentlich mal darüber, hatte ich mir Gedanken darüber gemacht, dass ich Elektroingenieur werde. Und ich weiß nicht wieso, aber mit meinem Bruder habe ich mir dann dieses Thema ein bisschen ausgetauscht, weil der auch von Elektronik sehr viel verstanden hat und was er dazu meint. Dann hat er gemeint, du Elektroingenieur, du bist auch schwach und so zierlich und weiblich. Ich weiß nicht, ob das die richtige Entscheidung für dich ist und es ist so schwierig. Ich würde dir lieber empfehlen, etwas anderes zu machen. Und da, weil es halt mein Bruder war und ich dachte, der kennt die Welt da draußen. Wenn der mir das sagt, dann wird er schon das Richtige sagen und der will mir ja nichts Schlechtes sagen und oder zumuten. Und daher bin ich den Weg dann auch nicht gegangen. Ich meine, ich bin dann zwar auch in einem Gebiet gelandet, wo nicht unbedingt sehr viele Frauen unterwegs sind, wo ich habe dann CTA gelernt, das heißt chemisch-technischer Assistent. Und das ist ja ein MINT-Bereich, das ist halt, glaube ich, auch mehr wieder so männlich belastet. Aber letztendlich habe ich in dem Beruf dann auch nicht gelernt beziehungsweise nicht gearbeitet und bin dann auch ins Büro gekommen, wo dann eigentlich man sagen kann, ja, so vom Rollenspiel, ja, es passt eigentlich dann doch eher zur Frau, weil es dann auch einfacher war, weil im Büro hat man nur eine Schicht, im Labor hätte man drei, da hätte man morgens, mittags und abends Schicht gehabt und daher war das einfach ganz schwierig, wenn man dann frisch verheiratet ist und vielleicht sogar Kinder in Planung hat und dann so ein Drei-Schicht-Arbeit, das ist einfach schwierig gewesen und deshalb habe ich damals schon auch schon gesagt, ja, weil wir ja als Mutter dann auch die Kinder betreuen, ist das vielleicht nicht der richtige Weg, dann mache ich vielleicht auch etwas, wo dann mit der Familie besser einplanbar ist. Glaubst du, das wäre heute anders? Ja, ich glaube schon, es wäre heute anders, weil das war auch damals dann auch schon, wenn ich mir ein bisschen mehr Zeit genommen hätte. Bei uns wurden die Kinder eigentlich vom Papa betreut, weil ich dann eigentlich die Arbeit gefunden habe und es lief ganz gut mit dem Papa zu Hause und daher haben wir das auch nicht groß geändert. Das hat sich dann mit der Zeit, nachdem die Kinder größer geworden sind, in Schule und im Kindergarten gewechselt haben, hat er seinen Weg auch gefunden. Aber anfangs war das wirklich so, dass er dann mit den Kindern zu Hause bei der Elternzeit war. Ja. Also es ist machbar. Es hat euch allen gut getan. Es hat uns allen gut getan. Wobei, wie ich sagen muss, wie die Diana ja auch schon, man ist halt doppelt belastet. Man geht dann zur Arbeit, man hat diese Rechte als Frau, man zeigt, was man kann. Aber wenn man nach Hause kommt, hat der Mann halt andere Ansprüche von dem, was zu Hause gemacht werden muss, was die Kinder an dem Tag gemacht haben müssen oder wie der Tagesablauf im Anschluss aussieht. Und da ist es halt Doppelbelastung. Dann sind wir beim Thema Sorgearbeit. Mhm. Und das ist, glaube ich, schon auch so was, was uns 2021 und in den Folgejahren noch weiter beschäftigt. Ich glaube, es geht nur gemeinsam. Ne? Also wir können, der Tag hat 24 Stunden. Und wenn man arbeiten möchte und muss, um finanziell unabhängig zu sein, dann geht es auch darum, Sorgearbeit nochmal anders aufzuteilen. Und das ist mit Sicherheit nichts, was von heute auf morgen passiert. Und das wäre jetzt dann auch so die Frage an euch, was glaubt ihr denn, was muss man denn verändern, was kann man verändern, dass wir da so ein Stück weit hinkommen? Also wenn wir in 10 Jahren hier sitzen am Internationalen Frauentag und ich euch frage nach euren Erlebnissen, Rollenerwartungen, könnt ihr dann zurückblicken und sagen, naja, also bei der Berufswahl war es noch so und dann im weiteren Verlauf des Berufslebens hat sich das so ein bisschen verändert. Auch in der Familie hat das ganz gut funktioniert. Oder andersrum gesagt, was würdet ihr euch für eure Kinder wünschen? Wie kann das da gehen? Was können wir tun? Also jede von uns, jeder von uns nochmal, um da noch was zu verändern. Und was würdet ihr euch wünschen? Also bei der Sorgeteilung würde ich mir schon fühlen, dass es alles gerecht aufgeteilt wird. Das heißt jetzt nicht, dass jetzt zum Beispiel die Frau zu Hause ist, der Mann arbeitet oder umgekehrt, sondern dass man sich alles gerecht aufteilt. Mhm. Und da kommt man vielleicht auch wieder zur Kinderbetreuung. Wenn viel mehr Betriebe vielleicht auch einen innerbetrieblichen Kindergarten hätten, wäre das vielleicht für Mann und Frau einfacher, mit Kind dann unterwegs in die Arbeit zu gehen und nicht immer von einer Landschaft in die andere Landschaft zu wandern. Ja, auf jeden Fall. Kann ich gut nachvollziehen. Was wünschst du dir? Das wäre natürlich mein Traum, also dass man einfach sich als Frau entscheiden könnte, ob man Kinderbetreuung dann übernimmt, ob man länger zu Hause bleibt und ob man Teilzeit arbeitet, Vollzeit und davon nicht benachteiligt ist, dass diese Kinderbetreuung einfach
mehr von der Gesellschaft, von der Politik akzeptiert wird, dass wir vielleicht also in der Zeit, also wo, ich sage so, also das ist, man genießt es auch diese Zeit, die Kinder brauchen auch oft diese Zeit, aber die Frau soll die Möglichkeit haben, sich selbst zu entscheiden, bleibe ich 2 Jahre zu Hause, bleibe ich 1 Jahr zu Hause, aber das soll dann, das soll einfach so geregelt werden, dass ich in der Zeit dann auch meine Rente, also meine, also dass meine Rente auch bezahlt wird, dass ich danach im Alter einfach finanziell unabhängig bin. Also diese, also das wäre mein absoluter Traum. Genau, also dass die Frauen einfach diese Entscheidung treffen können. Auch die Männer, dass die Familien einfach sagen können, okay, wir können es leisten, dass die Frau arbeiten geht und der Mann dann zu Hause bleibt. Das ist oft immer noch nicht möglich. Ja. Genau. Also warum ist es nicht möglich? Weil einfach wieder die Gehälter sind. Also das ist wieder dann, wieder, also erstens die Betreuungsplätze. Die sind zu wenig Betreuungsplätze. Also langsam haben wir, also ich habe damals keine Möglichkeit gehabt, Ganztagskindergarten zu kriegen für meine Tochter. Das war bis 2 Uhr. Also, und die Gehälter in meinem sozialen Bereich oder im wirtschaftlichen Bereich, die waren zu unterschiedlich. Man konnte sich das nicht leisten. Genau, also um die Männer. Ich finde es also für die Männer ist das auch ein Nachteil. Sie arbeiten oft so viel, dass sie einfach ihre Kinder dann auch verpassen. Sie haben oft diese Möglichkeit nicht, diese Kinder zu erleben. Mhm. Deshalb habe ich das vorher nochmal gesagt mit der 40-Stunden-Woche Sorgearbeit. Mhm. Also ich fand das nochmal sehr eindrucksvoll. Ne? Also das ist das, was man sonst nochmal hat. Ja? Mhm. Ja. Habt ihr noch was, was ihr jetzt noch ganz dringend loswerden wollt? Wir wollen ja unsere Nachsprecher noch abschließen. Nach was lassen? Ja, dann bedanke ich mich ganz herzlich bei dir, liebe Ruhe Mutlu, liebe Diana Busch. Herzlichen Dank für die erste Runde. Ihr bleibt natürlich noch da. Und dann würde ich die 2 anderen Gesprächspartnerinnen bitten. Wir haben jetzt hier so eine kleine Choreografie, die heißt jetzt aufstehen, nach rechts weglaufen, sich nicht begegnen, weil wir ja uns hier Corona-konform bewegen. Hier gibt es noch einen Daumen hoch aus dem Publikum und ich nutze die Gelegenheit einfach auf den, lieben Dank, auf den Chat zu gucken. Da gibt es eine Rückmeldung, die Arbeitgeber müssen eine andere Einstellung bekommen, für Männer auch einen Anteil Care-Arbeit berücksichtigen. Das ist so ein ganz praktischer Vorschlag, der das nochmal konkretisiert, über was wir gerade eben gesprochen haben. Ja, Sie sehen, ich habe neue Gesprächsgäste neben mir, 2 weitere Stadtgestalterinnen, die sich für Frauen engagieren. Rechts von mir, ist das voll seitenverkehrt? Links von mir sitzt Alef Akaya. Alef Akaya ist im Vorstand der Alevitischen Gemeinde in Ludwigsburg und dort schon lange Mitglied einer Frauengruppe. Und auf der anderen Seite links von mir sitzt Ina Dietz-Kraftzow. Ina Dietz-Kraftzow hat eine bilinguale Eltern-Kind-Gruppe gegründet. Ein Zentrum sogar jetzt. Jetzt ein Zentrum im Mehrgenerationenhaus in Grünbühl gegründet und inzwischen ist es ganz viel größer geworden. Es ist ein Bildungszentrum Kroschka. Ihr dürft gerne selber was dazu sagen. Möchtest du gleich vielleicht beginnen, dass du dich nochmal vorstellst und vielleicht auch uns nochmal so einen Einblick gibst, was ist der Internationale Frauentag für dich? Ja. Ich heiße Ina Dietz-Kraftzow. Ich bin verheiratet. Ich habe 2 Kinder. Und ich bin die Leiterin von dem Bildungszentrum Kroschka für bilinguale Kinder. Und was bedeutet für mich der 8. März? Ich bin selbst Aussiedlerin, genauso wie die Diana Busch aus ehemaliger UdSSR nach Deutschland gekommen. Und wie sie schon gesagt hatte, es wird sehr groß gefeiert dort immer noch. Die Frauen bekommen Geschenke, die Kinder basteln Karten für die Mütter. Es ist ganz nett. Und für mich als Leiterin von diesem Zentrum ist nicht nur die Vermittlung der Sprache wichtig, sondern einfach
auch die Kultur. Und die Kultur kann man nur weitergeben, wenn man diese Traditionen behält. Ja? Und so haben wir jetzt auch mit den Kindern leider nur offline, leider nur, sage ich, online, genau über Zoom, jetzt auch Karten für die Eltern gebastelt, für die Mütter gebastelt. Ich finde einfach, man sollte diese Tradition beibehalten. Finde ich auch ein schöner Feiertag. Ja. Gut, vielen Dank. Aleph Akaya. Also ich bin Aleph Akaya, ich bin 40 Jahre alt. Ich bin alleinerziehende Mutter von 3 Kindern. Ich arbeite Teilzeit und ich bin seit 5 Jahren in Alevitische Gemeinde, in einem Vorstand und in der Frauengruppe. Also für den Internationalen Frauentag, also das geht für mich um die Gerechtigkeit. Also Gerechtigkeit, also zu Hause in der Familie, Gerechtigkeit im Arbeitswelt, Gerechtigkeit in Gesellschaft und Gerechtigkeit in der Politik natürlich. Und es gibt, also wo du auch vorhin gesagt hast, also es gibt viele noch Unterschiede heute noch zutage. Also damals war natürlich auch so. Und heute muss ich leider auch sagen, es gibt immer noch diese großen Unterschiede oder Ungerechte, also zwischen Mann und Frau. Und deswegen, also am 8. März denke ich immer, dass die Frauen immer leiden müssen. Und ich muss immer sehen, wie die Frauen immer leiden müssen und wie sie immer kämpfen müssen. Mhm. Zum Beispiel für die Arbeit, für die höhere Position oder in der Familie vielleicht in einen, was sie dann die Meinungen sagen wollen, aber die nicht sagen können. Also weil die unter Druck sind. Manchmal von Vater, manchmal von Männern oder manchmal von Gesellschaft natürlich. Ja. Und deswegen also manchmal wäre ich mal traurig, also wenn ich mal an 8. März denke. Ja, ich habe vom Vorgespräch für mich noch mitgekommen, da hast du so ganz spontan gesagt, es ist eigentlich kein Feiertag, sondern ein Kampftag. Genau. Und das hast du jetzt auch wieder gespiegelt. Das zeigt aber auch so die Bandbreite auf. Ne? Zum einen mal ist natürlich auch ein Feiertag und hat eine Tradition. Und zum anderen mal so unterschiedlich sind Sichtweisen und Erfahrungen. Und das ist uns ja so wertvoll, dass wir damit heute in Austausch kommen. Aleph, ich mache bei dir weiter. Du engagierst dich für Frauen in der alevitischen Gemeinde. Warum tust du das denn? Also, liebe Judith, ich bin mit 14 also hierher nach Deutschland gekommen, durch Adoption. Also mein Onkel und meine Tante, die haben mich adoptiert. Ich war in der Türkei in großen Familie. Also ich habe 2 Geschwister gehabt, aber dafür also voll viele Cousins und Cousine. Und ich war in einer großen Familie gewesen. Und da war ich ganz alleine natürlich. Und meine Tante war also eine strenge Frau, also richtig strenge Frau. Da, also bei ihr habe ich mich ehrlich gesagt nicht so gut gefühlt. Und dann natürlich, die Jugendzeit war auch nicht so einfach gewesen für mich. Ich durfte nicht als Mädchen rausgehen, ich durfte nicht Freunde haben, weil also in unserer Kultur ist das so, die Mädchen, wenn sie zum Beispiel draußen spazieren gehen, das kann sein, dass die anderen Leute zum Beispiel schlecht über die reden, deswegen also lieber zu Hause bleiben und dass Gesellschaft nichts was Schlechtes über die Mädchen redet. Und das ist für die Ehre und das ist sehr, sehr wichtig für die gewesen. Aber innerlich natürlich ging es mir sehr schlimm. Und dann halt bin ich geheiratet, also die ersten Jahre nicht ja immer gut natürlich. Und dann, also die Probleme hat es gegeben natürlich. Dann musste ich nach 14 Jahren, nach 13 Jahren musste ich mich scheiden lassen. Und die Zeit, also wo ich halt hier die jugendliche Zeit hier erlebt habe und auch mein nach dem Heiraten, die 14 Jahre, die Zeit, also das war nicht so einfach für mich gewesen. Und in der Zeit war ich nur alleine. Nur alleine. Und was ich alles erlebt habe, ich weiß ganz genau, was die Frauen, also was die in den Schwierigkeiten haben und was die alles brauchen. Oder die brauchen ja Unterstützung. Die brauchen Leute um sich zum Beispiel, die sich unterstützen zu können oder Hilfe helfen zu können. Und weil ich das ganz genau weiß, ich möchte an die Frauen weitergeben, meinen Mut und was ich erlebt habe und vielleicht dann Tipps geben, wie sie dann vielleicht noch ein bisschen besser klarkommen können im Alltagsstress. Genau, und wie ist das? Ich habe vorher Frauengruppe gesagt, aber was heißt das denn?
Ihr trefft euch regelmäßig, gibt es bestimmte Themen? Natürlich, wir treffen uns, wir machen manchmal zum Beispiel Kaffeekuchentagen oder wir machen so Gespräche abends und wir tauschen unsere Ideen oder wir tauschen unsere Erfahrungen. Ja, zum Beispiel, was für Schwierigkeiten hast du gehabt und was kannst du mir empfehlen und wie kann ich mich da klarkommen und wie kann ich mich da zum Beispiel verhalten? Und von der finanziell her, von der Gefühle her. Und ja, von der Arbeit her, das ist auch natürlich nicht so einfach, weil ich war zum Beispiel mit 3 Kindern alleine. Ja. Ich musste auch arbeiten gehen und das Vollzeit kann man ja vergessen, das geht ja gar nicht. Und ich hatte auch niemanden gehabt, dass ich meine Kinder zum Beispiel lassen kann, dass sie halt auf die Kinder aufpassen zu müssen. Also auf meine Freunde könnte ich ja nicht auf Dauer sagen, hier kann ich meine Kinder aufpassen. Das war echt so schwer. Und dann, ich habe es immer geguckt, wie ich zum Beispiel die anderen Frauen helfen zu können. Wenn ich da bin, dann helfe ich die Frauen zum Beispiel. Ja, ich kann ja deinen Kindern zum Beispiel aufpassen. Und dann, du kannst dich vielleicht an die Leute dann wenden, die dir dann helfen können. Dann kannst du vielleicht arbeiten gehen. Oder von der Finanziell her kannst du zum Beispiel beim Amt gehen, beim Jobcenter gehen. Einfach zu gucken, wo gibt es Unterstützung. Genau. Und das, heißt, und das ist das, was du, was ihr jetzt weitergebt, indem es da... Ja, auch einen Vertrauensraum, glaube ich, gibt, wo es auch leichter fällt, sich zu öffnen, zu sagen, jetzt, da weiß ich, da kann ich sagen, was Schwierigkeiten sind oder ich kann vielleicht einfach auch mal nur zuhören. Es ist einfach wichtig, dass die Frauen sich nicht allein fühlen. Ja. Also wir sind echt für sie da und wenn sie uns brauchen, sie können also an uns immer noch wenden und wir können sie halt immer entweder begleiten oder unterstützen, also wo wir halt wir können. Gut. Empowerment. Richtig. Stichwort. Wie funktioniert Empowerment oder was ist dein Erlebnis, deine Erfahrung? Warum engagierst du dich für Frauen oder wie kamst du dazu vielleicht zuallererst mal? Ich habe vorher ja angefangen mit dem Generationenhaus. Genau, es war ein langer Weg, angefangen vor 5 Jahren, als mein Sohn klein war. Ich habe Kontakt zu anderen Müttern gesucht und dann habe ich eine Kindergruppe gegründet für bilinguale Kinder im Mehrgenerationenhaus in Ludwigsburg. Daraus sind 3 Gruppen geworden und es hat sich rumgesprochen und dann irgendwann mal habe ich jetzt vor 2 Jahren mein Bildungszentrum gegründet für die Kinder und es geht nicht nur um die Kinder, sondern es geht natürlich um die Eltern, um die Frauen auch. Durch diese Gruppen wurden Freundschaften, also sind Freundschaften entstanden und die Frauen haben sich gegenseitig ausgeholfen und diese Freundschaften bestehen immer noch, finde ich klasse einfach, weil man bekommt einfach Unterstützung von anderen Frauen. Diese Unterstützung habe ich auch bekommen damals. Und ich habe natürlich jetzt in meinem Bildungszentrum immer ein offenes Ohr für die Frauen. Und ich habe dann rausgehört, es wäre doch schön, wenn wir uns nicht nur mit den Kindern treffen könnten, sondern auch mal abends. Daraus sind dann auch Malgruppen entstanden oder Psychologiekurse für Frauen, solche Sachen. Und jetzt sind wir im Rahmen von dem Kooperationsprojekt mit LMDR, das sind Landsmannschaft Deutsche aus Russland und DJR, Deutsche Jugend aus Russland und unserem Bildungszentrum, haben wir jetzt ein Projekt, das heißt Frauen am Neckar. Und das ist eine offene Gruppe. Alle Frauen sind eingeladen mit Migrationshintergrund, ohne Migrationshintergrund. Jetzt ist das Projekt natürlich online über Zoom. Wir treffen uns jeden Freitagabend und da werden Themen besprochen. Die Frauen haben selbst diese Themen jetzt priorisiert, wie zum Beispiel Selbstorganisation, Zeitmanagement oder Familie als Team, was gerade in der Zeit, in Corona-Zeit, ganz wichtig geworden ist natürlich. Wie man schon gesagt hat, es bleibt sehr viel an den Frauen hängen. Frauen sind berufstätig und natürlich müssen die auch, glaube ich, zu Hause auch am meisten arbeiten, natürlich die meiste Arbeit übernehmen und auch die Kinderbetreuung. Und das hilft den Frauen. Die können dieses Wissen dann auch in
einfach umsetzen. Ja. Ich habe aus unserem Vorgespräch mitgenommen, dass es immer wieder darum geht, auch abzugeben. Absolut. Absolut aus Erfahrung. Ich sage ich immer, ich bin zwar verheiratet, aber alleinerziehend, weil mein Mann Musiker ist und sehr viel unterwegs ist. Und man muss auch die Aufgaben delegieren. Einfach abgeben und auch vertrauen. Auch vertrauen, dass man sagt, die anderen machen das genauso gut wie ich. Auch den Männern mal abzugeben, ja. Nicht alles alleine machen, ja. Also das finde ich auch nochmal so einen wichtigen Teil, so selbstkritisch auch so ein bisschen zu sagen, wenn ich denn die Möglichkeit habe, dass ich es aufteilen kann, dass ich es dann, ja, dass es dann anders ist. Ne? Das macht nicht jeder gleich, jede gleich. Und da auch eine Unterstützung zu geben und sich gegenseitig zu bestärken, finde ich einen ganz spannenden Punkt. Aber trotz der Unterschiedlichkeit von euch gibt es auch ganz viel Gemeinsamkeit, nämlich sich gegenseitig zu stärken, sich zu unterstützen, zu hören, was brauchen denn die Frauen, um ihren Alltag gut bewältigen zu können oder auch in einer Krisensituation nicht alleine zu sein. Du hast im Vorgespräch mal zu mir gesagt, man muss den Kopf wieder hochkriegen und nach vorne gucken. Ja, das und das fällt natürlich leichter, wenn man das gemeinsam hat und sich nicht einsam fühlt. Ja. Und ich glaube, da gab es im vergangenen Jahr auch nochmal eine Besonderheit. Habt ihr das gespürt in eurer Arbeit auch nochmal jetzt? Also wir haben viel über Online-Formate geredet, aber dass es nochmal einen größeren Zulauf auch gab jetzt in Zeiten der Pandemie, wo vielleicht mehr Unsicherheit war oder auch Sorge, die wegen den Kindern nochmal oder wegen der Arbeit. Hat sich das nochmal verändert? Ist das wahrnehmbar gewesen mit Stuttgart? Also kann ich bestätigen, ich finde einfach, dass unser Projekt jetzt sehr gut angenommen wird, weil die Frauen suchen einfach Hilfe. Sie fühlen sich einsam, denke ich, auch überfordert, auch mit dem Thema, glaube ich, jetzt Corona und Kinderbetreuung, Arbeit. Manche sind im Homeoffice und müssen gleichzeitig auch die Kinder betreuen. Und ich denke, also dass ich merke, allein an den Themen, die Frauen sich ausgesucht haben jetzt, finde ich, das wahrnehmbar. Genau. Kannst du das auch bestätigen? Das kann ich auch bestätigen. Ja, also das kann ich auch. Also um meine Umgebung, du spielst dann anders natürlich als Inna zum Beispiel. Manche Freundinnen von mir zum Beispiel, die müssen jetzt weniger arbeiten, natürlich wegen dem Corona, jetzt durch den Corona. Sie müssen jetzt mehr jetzt zu Hause bleiben und manchmal mit Männern dann zu Hause bleiben, dann wird es natürlich ein bisschen schwieriger und chaotischer. Und dann natürlich, wir telefonieren ja öfters natürlich jetzt und dann ja die Beschwerden natürlich, also es ist von psychisch her, also die Belastung ist natürlich da und die Druck ist ein bisschen mehr natürlich, wegen dem Kinder, wegen dem Online-Schooling und so weiter und die müssen jetzt mehr beschäftigen mit dem Kinder, mit dem Zuhause und dem Mann natürlich und es ist schwierig, schwierig. Ja, also das heißt, der Austausch ist einfach auch nochmal intensiver geworden. Ja. Als kritische Anmerkung und das Positive ist aber, dass ihr auch wahrnehmt, sie sind nicht auf alleine. Jeden Fall, ja. Also, dass man dieses Netzwerk hat. Ja, wie bei den anderen frage ich natürlich auch nach, was Rollenerwartungen angeht. Was wurde von dir erwartet, beziehungsweise was hast du erlebt? Vielleicht bei Geschwistern, Freundinnen. Wir haben auch über deine Mama geredet. Guck einfach mal, was du erzählen magst, was den Rollenerwartungen angeht und was du dir vielleicht eher gewünscht hättest und was du dir für deine Tochter wünschst, die halt auch mit dabei ist. Ja. Also die Rollenerwartung ist ein bisschen Schwachsinn eigentlich, wenn ich mal so überlege, weil die Frauen sind gestempelt als Hausfrau und als Mutter. Das heißt, die Frauen, also die müssen putzen, die müssen bügeln, die müssen kochen, die müssen Kinder erziehen. Die müssen auch nach dem Mann gucken, ob ihm gut geht oder nicht. Und die müssen sich auch noch natürlich auch so halt genau gucken, dass er halt gut aussieht. Also diese Dings ist, also dieser Druck ist immer da für Frauen. Okay. Und ich kenne auch so, wie ich dir auch so gesagt habe, meine Mama, also sie war nur am Funktionieren zu Hause, wo ich sie mal also beobachtet habe zu Hause.
Und also wir waren auch so von finanziell her, ging es uns nicht so gut. Zum Beispiel, sie hat keine Waschmaschine gehabt, sie hat keine Spülmaschine gehabt, sie hat keinen Staubsauger gehabt. Und wir haben nicht mal Wasser gehabt in der Wohnung. Sie musste das Wasser zum Beispiel von dem Brunnen holen. Und also die samstags müsste uns nur halt duschen und waschen. Und sonntags war uns immer Wäschetag. Und manchmal, also, wo sie immer zu Hause geputzt hat oder halt Wäsche gewaschen hat, ich habe sie immer so beobachtet. Und ab und zu mal hat sie immer geheult. Und als Kind konnte ich nicht weggucken. Und das hat mir so weh getan, innerlich, weil ich gedacht habe, also die ist nicht so glücklich, die ist traurig, die ist also belastet, also von dem Mann vielleicht, von Kindern auch vielleicht, von dem Alltag und so weiter. Und das hat mir immer so weh getan. Und sie hat auch, also mein Papa war auch so ein schwieriges Mann gewesen und der war auch Alkoholiker und deswegen musste sie auch viel durchmachen. Und heute, wenn ich nach meiner Mutter gucke, die ist so starke Frau. Also so starke Frau habe ich noch nie gesehen. Echt, die ist immer noch so positiv. Sie kann immer noch lachen. Und wir können immer, wenn wir jetzt damals also nach links zurückgucken und wir können Späße machen über was sie hat erlebt hat. Sie kann lachen und das bewundert mich. Das macht mich auch so glücklich für sie. Und wo ich jetzt an meine Mutter denke, und also ich bin jetzt auch, das kann ich auch jetzt auch sagen, ich bin auch eine starke Frau. Weil ich jetzt alleine bin, echt, also ohne Papa, ohne Bruder, ohne Mann und ohne Freund bin ich bis jetzt hier gekommen und das kann ich echt meiner Mutter verschuldet. Also das kommt nur von meiner Mutter, kann ich mal sagen. Weil du ein starkes Vorbild Genau, das ist mein Vorbild. Ja. Also die ist echt mein Vorbild. Ja. Also deswegen. Obwohl es eine schwierige, also was ist eine Rollenerwartung? All das hat sie getragen und sie hat aber trotzdem noch die Kraft gefunden, euch sie hat was Positives zu vermitteln. Sie war mehr als Hausfrau und als Mutter. Genau. Sie war Vater, sie war Mutter, echt, also sie war also mehr. Also, dass die Gesellschaft und dass die vielleicht dieses System halt von ihnen erwarten haben oder von ihr halt von den Frauen erwarten haben. Also die Frauen können mehr machen, das wollte ich mal halt sagen, das wollte ich mal erzählen. Du hast erlebt. Genau, das habe ich selber erlebt. Und hast für dich auch, selber. Wie soll ich denn sagen, als Kraftquelle genutzt und obwohl es schwierig war, was Positives draus zu ziehen, ohne zu vergessen, dass es eben schwierig war. Richtig. Ja? Also sind ja beide Sachen. Rollenerwartungen. Rollenerwartungen. Ja. Natürlich, ich denke mal, geschichtlich gewachsen, natürlich, wie jetzt bei den anderen, die Mutter auch aus UdSSR, das heißt auch Vollzeitarbeit. Dann Kinder, Familie, das ist natürlich alles an den Frauen hängen geblieben. Man wächst da so rein und denkt, das ist normal. Mhm. Ja, und irgendwann mal habe ich gesehen, ich habe das dann alles selbst gemacht. Und dann habe ich gesehen, das ist doch wahrscheinlich nicht normal. Also man sollte dann auch ein bisschen was abgeben und denke ich auch denjenigen, dem Partner einfach auch vertrauen und sagen, der kann das auch. Also ich versuche das ein bisschen jetzt zu delegieren natürlich, wobei ich fühle mich dann, ich habe den Druck trotzdem alles gut zu machen, alles selbst zu machen, dann natürlich muss ich auch, ich bin berufstätig und dann muss ich das auch leisten, auch alleine, wenn mein Mann auch nicht da ist. Aber die Frau heutzutage, die ist selbstbewusst, denke ich auch. Und ich sehe das auch an meinen Kollegen, dass auch Männer jetzt mittlerweile in Elternzeit gehen, finde ich klasse, dass die Frauen arbeiten gehen dürfen. Natürlich ist es immer eine finanzielle Frage, ganz klar. Nicht alle können sich das leisten. Mein Mann war 3 Monate dann auch in Elternzeit. Aber du hast mir noch ein schönes Beispiel genannt mit deiner Tochter und ihrem Sport. Ja. Wo ich gedacht habe, es geht um Möglichkeiten. Genau. Magst du uns das erzählen? Ja, man soll die Möglichkeiten suchen und finden. Und mein Mann ist zwar Musiker, aber er spielt Eishockey in einer Hobbymannschaft seit über 30 Jahren. Und so ist unsere Tochter auch zum Eishockey gekommen.
Und dann habe ich einfach diese Aufgabe einfach an ihn delegiert. Ich habe gesagt, ja, das ist deine Aufgabe, das ist euer Sport. Du kümmerst dich bitte um die Trainingszeiten, hinbringen, hinfahren, abholen und alles um alles. Ich möchte damit sozusagen, das ist deine Aufgabe, nichts zu tun haben. Ich habe andere Aufgaben. Ich unterstütze die natürlich, wenn ich dann, wenn sie jetzt gerade kein Eis, keine Eiszeiten hat, sondern Online-Unterricht als Hockey, geht auch. Spannend, oder? Ja, geht alles. Da muss ich natürlich jetzt auch mal schauen, dass sie dann auch dabei ist und die Technik funktioniert. Aber da muss man einfach sagen, ja, du übernimmst es. Ja, das waren zwei Sachen. Ich fand das so schön, weil du auch erzählt hast, dass deine Tochter zuerst das Ballett gemacht hat. Genau. Also es war für mich so ein Beispiel zu sagen, es geht immer darum, die Möglichkeiten zu schaffen, ohne das Rollenklischee im Kopf zu haben, ja, zu richtig, sagen, als Mädchen geht es halt nicht, sondern wenn man die Möglichkeit bietet, dann stellt man raus, wo sind die Talente. Und das Talent ist auf dem Eis. Bei deiner Tochter ganz offensichtlich. Vielleicht hätte sie das auch als Tänzerin gut gemacht, aber sie fühlt sich da wohl und hat ihren Spaß dabei. Und das sollten die Eltern auch ermöglichen, finde ich. Einfach nicht die Kinder in diese Rollen reinstecken und sagen, ach, die Mädchen tanzen, die Jungs spielen Eishockey. Nicht wahr. Alle können, auch Jungs können sehr gut tanzen und die Mädchen Eishockey spielen. Genau, ganz was die Mädchen können, können die Jungs, was die Jungs können, können die Mädchen. Das können wir nicht unterscheiden, die sollen sich halt selber unterscheiden, also was sie halt werden möchten. Also Hauptsache ist, die sollen sich glücklich fühlen und die sollen glücklich leben, im Allgemeinen halt. Das ist sehr, sehr wichtig, egal was sie also werden wollen oder mit wem sie sein möchten. Also Hauptsache ist, sie sollen echt glücklich werden. Das ist das Wichtigste. Ja. Und ihr tut was dafür, dass die Rollenklischees, die ihr sehr wohl erlebt habt, erkannt habt, aber das ist ja immer so ein erster Schritt, wenn man merkt, hoppla, da ist jetzt wieder so eine kleine Falle, sage ich manchmal auch. Und ihr habt damit eigentlich auch schon formuliert, was ihr euch wünscht für die Zukunft, nämlich, dass sich die Kinder frei entfalten können. Das Thema Sorgearbeit haben wir ein bisschen angesprochen. Der Austausch, finanzielle Unabhängigkeit, die Anerkennung. Ist der Internationale Frauentag ein Kampftag oder ein Feiertag? Beides. Ja. Also ich sehe es auch so. Und ich würde tatsächlich jetzt auch dem Publikum, die wir hier vermehrt als schwarze Kacheln sehen, die Möglichkeit geben, zum einen mal entweder auch nochmal nachzufragen, gibt es denn Fragen an unsere Podiumsgäste hier, ist das eine. Und das zweite ist auch, was mich tatsächlich auch interessieren würde, wie sehr verhindern denn die Rollenerwartungen die Gleichstellung der Geschlechter? Wie überwinden wir das? Also wir haben schon so ein paar Ideen gehabt, die ja heißt öffnen, aber das fände ich sehr spannend, wenn wir da aus dem Publikum auch nochmal eine Rückmeldung kriegen. Zwischendrin gab es schon eine. Der Edgar Lichtner hat geschrieben, es gab eine Idee zum Grundeinkommen für Frauen, um ihnen eben, und das war das, was die Diana Busch in ihrer Arbeit ja auch beschrieben hat, dass es ganz, ganz schwierig ist, dass Frauen, die Gewalt erfahren haben, aus finanziellen Gründen wieder zurückgehen zu ihren Männern, weil sie eben keinen Ausweg finden. Und das wäre tatsächlich was, eine ganz konkrete Idee, um die finanzielle Unabhängigkeit der Frauen zu sichern mit einem Grundeinkommen. Eine gute Forderung zum Internationalen Frauentag. Gibt es denn weitere Fragen an unsere Stadtgestalterinnen, die ja aus ihren persönlichen und ganz unterschiedlichen Perspektiven über ihre Erfahrungen mit Rollenerwartungen berichtet haben? Was denkt unser Publikum, wie überwinden wir Rollenerwartungen, die uns daran hindert, dass die Geschlechter gleichgestellt sind? Wir warten einfach kurz und ich nutze das, um einen Schluck zu trinken. Ja, wenn dem nicht so ist, dann würde ich jetzt einfach
kurz umplanen und würde die dritte Runde einleuchten. Ich läute sie natürlich ein und leuchte sie nicht ein. Geleuchtet wird hier viel. Da gibt es eine Wortmeldung. Frau Rüther schreibt uns, es hilft alles nichts. Jedes Paar und damit jede Frau muss verhandeln und aushandeln und immer wieder Freiräume erkämpfen. Das ist mit Sicherheit ein Wichtiges. Ohne das geht es nicht, das glaube ich auch. Und ich finde, wir haben hier auch Gäste gehabt, die einfach auch aufgezeigt haben, dass dieses Aushandeln leichter ist, wenn ich mich austauschen kann. Wenn ich das Gefühl habe, ich bin damit alleine. Und ja, also es ist ein wichtiger Part. Aber ich glaube, es gibt schon auch noch mal ein paar andere Dinge, die man rechtlich regeln könnte. Das Grundeinkommen wäre so eins. Pflegezeit wäre aus meiner Sicht ein anderes. Ich kann es nicht richtig lesen. Antje Gruwert, ist das eine Wortmeldung? Nein. Also, dann würde ich es tatsächlich so machen. Bedanke mich ganz herzlich bei der Aleph Acker, ja. Dankeschön. Nadiz Kravtsov. Und würde die Anka Müller und die Carolina Safi de Schrem bitten. Und dann können wir nachher immer noch Fragen beantworten. Ich lese gerade nochmal zwischendrin vor. Mich inspirieren starke Frauen, die vorangehen, die zeigen, wie es geht, die sich durchsetzen. Da fühle ich mich ermutigt. Ja, dann haben wir schon viel erreicht. Genau, das war unser Ziel. Wir wollten Frauen sichtbar machen. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass wir da sein dürfen. Okay, ich begrüße links von mir Carolina Safi de Schrem. Habe ich das richtig gesagt? Ja, sehr schön. Wunderbar. Und du bist auch im Integrationsrat? Genau. Und ihr verratet uns ein bisschen was über die Stadtgestalterinnen. Ihr ist neben dir die Ann-Kathrin Müller, unsere Beauftragte für Migration und Integration. Und auch von euch will ich natürlich wissen, was ist der Internationale Frauentag für euch? Anka, du darfst starten. Darf ich starten? Ich habe lange darüber nachgedacht, weil wir doch auch so unterschiedliche Veranstaltungen in deinem Programm finden. Und alle haben ihre Berechtigung. Und ich finde, er ist, und wir haben auch Rosen mitgebracht für die Podiumsdiskutantinnen heute. Und ich glaube, er ist ein Tag der Rosen und ein Tag für Realitätscheck. Denn es reicht nicht, und wir haben es eben in den ersten beiden Runden gehört, es reicht, glaube ich, nicht, Rosen zu verschenken. Sondern ich glaube, es ist wichtig zu schauen, was ist denn die Realität von Frauen heute? Und wer heute die sozialen Medien verfolgt hat, durfte da einige durchaus erschreckende Meinungsäußerungen von Herren der Schöpfung hören und lesen, die, wo wir vielleicht auch schon mit gerechnet haben, aber in ihrer Schärfe doch selbst mich auch überrascht haben. Und ein Realitätscheck würde ich mir wünschen für den 8. März, um zu schauen, was ist denn zwischen dem 9. März letzten Jahres und dem 7. März diesen Jahres passiert und was hat sich verändert durch auch die Arbeit von uns allen und von unseren Stadtgestalterinnen. Ja, danke schön. Gerne. Das machen wir. Ja. Caroline. Also der 8. März. Man guckt heute Morgen schon in Facebook und es gibt schon die verschiedensten Statements von überall. Ich komme aus Argentinien, also das ist ein ganz besonderer Tag in Argentinien. Zurzeit ist in Argentinien Frauenstreik, weil immer noch, es gibt auch viel zu kämpfen, obwohl unser letzter Kampf erfolgreich endlich nach so vielen Jahren durchgekommen ist, haben wir immer noch sehr, sehr viel zu kämpfen. Und für mich der 8. März, es sollte ein Tag der Versöhnung sein. Und es ist ein Tag der Versöhnung zwischen Frauen. Ich sehe immer diese Polarität, ja? Weil wir sind alle in einer unterschiedlichen Bildungsreise in diesem Frauensein. Ich bedanke diese Reise oder meinen Stand in dieser Reise ganz besonders die Generation, die nach mir kommt, also die Generation meiner Tochter. Also ich sage immer, der 8. März ist ein Geschenk meiner Tochter zu mir. Mhm.
weil wir in Argentinien in der Vergangenheit mit anderen Sachen beschäftigt waren, auch politisch, sodass es jetzt ist etwas entstanden und es gibt so ein kollektives Bewusstsein, was ist Frau zu sein oder wie will ich mein Frausein leben und gestalten. Und das konnte ich nur machen, diese Reise mit der Hilfe meiner Tochter. Und in der vorige Generation, der so viel bewegt hat, auch in Südamerika. Und genau, also der 8. März für mich ist ein Bildungstag. Ich erziehe mir selbst hier den 8. März. Und das wirkt sich dann bis zum 7. März des nächsten Jahres. Und dann kommt das nächste Semester, die nächste Modulprüfung. Ja. Okay. Genau. Ja, vielen Dank. Da kommt ganz viel Kraft und Energie. Und ich, ja, mir würde natürlich jetzt zu vielem wieder was einfallen. Wir lassen es einfach so stehen, weil wir wollen unser Publikum ja nicht noch länger auf die Folter spannen, sondern wir wollen jetzt so ein bisschen sagen, was oder wer sind denn die Stadtgestalterinnen? Was ist die Idee? Jetzt weiß ich nicht, wie ihr euch abgesprochen habt. Wer startet? Gar nicht, wir brauchen uns nicht absprechen. Okay. Die Bälle zu. Okay. Magst du das? Ja. Es hat alles gestartet mit einer Stadt und ihren Bewohnerinnen, die den ganzen Tag, ihr Tag und ihr Leben gestalten. Ja. Und das ist meistens unsichtbar. Also es sind kleine Taten, die niemand sieht. Wenn ich anerkenne, manche wirken sich in kleinen, manche wirken sich in groß. Weil ich denke, wenn man Stadt oder ein Ort oder ein Wohnraum von vielen gestalten möchte, handelt man immer noch klein, aber denkt sehr groß dahinter. Und mit dieser Idee der Gestalterinnen, der Stadtgestalterinnen, denke ich, oder so verstehe ich das, Anka, wollten wir zeigen in diesen Geschichten, was steht, welche große Idee steht diese kleinen Aktionen von jedem Tag. Genau, die kleinen Aktionen, die große Idee und die Stadt. Genau. Ja. Du hast es eigentlich perfekt erklärt, Caro. Ich kann gar nicht so viel mehr dazu sagen. Wir haben besonders auch im letzten Jahr, im Pandemiejahr, in dem so viel nicht mehr sichtbar war, gemerkt, wie viele Frauen, also das haben wir vorher natürlich gemerkt, aber da wurde es nochmal ganz besonders deutlich, wie viele Frauen sich engagieren über all das, was jetzt in den ersten beiden Diskussionsrunden besprochen wurde, über Sorgearbeit, über finanzielle, Honorararbeit nenne ich es mal, die ja auch ungleich vergütet wird, wie wir gehört haben. Und über all das hinaus haben wir Frauen, wie die Frauen, die wir heute gehört und gesehen haben, die sich darüber hinaus ehrenamtlich engagieren, im Integrationsrat, im Gemeinderat, im Dolmetscherdienst und ganz viel auch außerhalb in ehrenamtlichen Projekten, in Vereinen, in der Nachbarschaftshilfe. Es sind Frauen, die die Corona-Hilfegruppe zum großen Teil aus der Taufe gehoben haben in Ludwigsburg. Und dieses Engagement wird häufig nicht so gesehen, weil neben dieser ganzen Arbeit, neben diesem ganzen Engagement nicht auch noch Zeit bleibt, das Ganze auf Facebook, in der Zeitung oder sonst irgendwo publik zu machen. Und es gibt eine tolle Buchreihe. Ich habe das, was uns inspiriert hat, ich weiß nicht, ob man es gut sehen kann. Es ist ein gelbes Buch und es heißt Rebel Girls. Good Night Stories for Rebel Girls ist auf Deutsch erschienen, auch wenn der Titel Englisch ist. Untertitel heißt 100 Migrantinnen, die die Welt veränderten. Und die Idee vom Integrationsrat und eben vom Büro für Integration war zu sagen, wir haben so viel Tolles gesehen, wir haben so viele tolle Frauen in der Stadt und wir wollen sie sichtbar machen, wir wollen sie hörbar machen und wir wollen sie lesbar machen. Und deshalb freue ich mich sehr, dass wir heute hier sind und den Auftakt der Stadtgestalterinnen mit Ihnen begehen können, mit dir, Judith, die als Kooperationspartnerin mit der Stadtbibliothek mit im Boot ist, mit dem Integrationsrat mit im Boot ist. Denn das ist, glaube ich, unser aller Aufgabe, zu zeigen, was leisten Frauen jeden Tag,
wie gestalten Frauen den sozialen Zusammenhalt in unserer Stadt, sei es in Kirchengemeinden, in anderen religiösen Gemeinden. Überall sind Frauen durch ihr Ehrenamt daran beteiligt, dass ein friedliches und vielfältiges Zusammenleben in Ludwigsburg möglich ist. Und es wird Zeit für eine Ludwigsburger Ausgabe der Goodnight Stories for Rebel Girls und für die Ludwigsburger Stadtgestalterinnen in Wort und Bild. Wunderbar. Das heißt, wir freuen uns auf ein Buch. Wir freuen uns voraussichtlich auf ein Buch. Ja. Also das Projekt ist so weit gediehen zu sagen, wir werden auf jeden Fall Stadtgestalterinnen interviewen und ihre Geschichte aufschreiben. Genau. Genau. Und dann kommt es jetzt noch darauf an, wie ausführlich wir illustrieren, wie ausführlich wir interviewen können, weil wir ehrlich gesagt noch auf der Suche nach ein bisschen Geld sind. Genau. Das, also, glaube ich, kann man sagen. Also wir können jetzt auch ein Spendenkonto einrichten, weiß nicht, ob wir das dürfen. Nein, die Idee, die dahinter steckt, ich glaube, ihr habt es gesagt, das letzte Jahr hat es nochmal aus meiner Sicht auf jeden Fall deutlicher gemacht, wie wichtig es ist. Ja. Frauen treten viel weniger selber in den Vordergrund, um zu sagen, ich habe hier was geleistet. Ne? Mhm. Und ich glaube, allein die 6 Frauen, die heute hier saßen, ihre Geschichte erzählt haben, was sie erlebt haben, wie sie andere Frauen unterstützen, ist wieder mal Beweis dafür, was für einen Schatz wir hier an Stadtgestalterinnen haben, den es zu heben und sichtbar machen zu gilt. Und in diesem Sinne freuen wir uns auf ein Buch. Das Projekt ist jetzt angelegt für? Das Projekt ist angelegt für 6 Monate. Wir möchten Frauen interviewen, die diese Stadt gestalten. Wir haben eine Größenordnung von 20 bis 30 plus 1, denn eine Seite soll für all die Frauen sein, die wir in dem Buch nicht abbilden können, für all die Frauen, die heute auch nicht hier sein können. Denn es gibt viel, viel mehr und es gibt viel mehr großes Engagement in der Stadt, als wir das in einem Buch zusammenfassen könnten. Deshalb sind es 20 oder 30 plus 1. Und da freuen wir uns ganz arg drauf, auch über eine Kooperation mit Schreibenden von der Film-AK, die uns unterstützen, mit Studierenden, die sich des Themas annehmen und die mit den Frauen ins Gespräch gehen und ein schönes Buch gestalten, wenn es gut läuft und unsere Fördermittel alle bewilligt werden, dann werden wir ein Buch haben am Ende. Und das möchten wir gerne im September dann vorstellen. Das heißt, das Projekt läuft über ein halbes Jahr. Heute ist der Auftakt. Und mal sehen, ob wir im September wieder hier sind oder an einem anderen Ort uns treffen und vielleicht auch wieder persönlich treffen können. Das sehen wir dann. Aber das halbe Jahr wird ein intensives und ein interessantes. Ja. Herzlichen Dank. Ich gucke noch mal kurz auf den Chat. Da gab es noch die Anregung, das Thema Wohnen, Anschlusswohnungen für Frauen im Frauenhaus, das ist natürlich ein Thema. Auch hier haben wir wieder das Thema Unabhängigkeit. All das, was, sage ich mal, sonst schon schwierig ist, ist in den Situationen, wo es um Trennung geht, wo es um Gewalt geht, nochmal sehr viel präsenter. Und es wäre natürlich eine wichtige Forderung, die auch gut ist, dass sie mal aufgeschrieben wird wieder. Letztes Jahr hatten wir eine Veranstaltung zum Thema Wohnen am Internationalen Frauentag, nicht ohne Grund. Bevor ich euch jetzt verabschiede, ich stehe jetzt nicht auf, aus pandemischen Gründen. Dort hinten gibt es fair gehandelte Rosen, weil es ein Tag ist zum Feiern und Mut machen und kämpfen. Und ich hoffe, wir haben da heute einen Beitrag dazu leisten können. Bevor, magst du noch was lesen? Ich würde gern als Abschlusswort das Vorwort der Rebel Girls vorstellen und vielleicht der einen oder anderen Lust machen, da mal reinzugucken, wenn ich darf. Gut. Auch wenn es nicht abgesprochen ist. Alles kein Problem. Alles kein Problem. Jedes Rebel Girl Buch ist total zu empfehlen und hat ein tolles Vorwort, aber ich möchte es, was wir uns als Inspiration für unser Projekt genommen haben, vorlesen. Für die rebellischen Mädchen dieser Welt: überschreitet Grenzen, fordert Freiheit, hinterlasst eure persönlichen Fußspuren und solltet ihr zweifeln, vergesst nicht, die Zukunft gehört euch.
So, jetzt muss ich dann. Vielen Dank, liebe Anka, dass du das vorgelesen hast. Genau, wunderschön. Trotzdem möchte ich noch darauf hinweisen, dass ich in einer Woche mit anderen Gästen wieder hier sitze zum Thema Fair Trade stärkt Frauenrechte. Auch das ist eine wunderbare Verknüpfung. Das findet weiterhin, ist auch ein Teil des Programmes, eine gute Kooperation zwischen der Fair Trade Agenda Gruppe. Ludwigsburg ist in diesem Jahr 10 Jahre Fair Trade Stadt. Das wird gefeiert, ganz unterschiedlich in guter Kooperation mit dem Scala, mit einer Ausstellung, die im Herbst nachgeholt wird und mit der Veranstaltung Fair Trade stärkt Frauenrechte nächste Woche am Montag hier. Darauf freue ich mich auch. Das wird nochmal ein ganz anderer Aspekt sein, weil wir dann noch mehr auf Internationales gucken. Genau. Deshalb würde ich mich freuen, wenn ich die eine den anderen wiedersehen würde und hoffe, ich habe den schönen Abschluss jetzt nicht kaputt gemacht. Das wäre so meine Bitte, das im Herzen einfach zu halten. Mit ganz viel Kraft, Energie für die Zukunft Fußspuren zu hinterlassen. Ganz, ganz herzlichen Dank an alle da hinten und neben mir. Und natürlich auch an das Scala. Herzlichen Dank euch. Und danke an dich, Judith. Ja, gerne. Tschüss.